Impulsreferate und Diskussionen drehen sich an diesem Abend um den Arbeitsplatz Spital und um Ärzte der Generation 50+. Gerade erfahrene Spitalsärztinnen und Ärzte spielen eine wichtige Rolle in der Versorgung der Patientinnen und Patienten. Ihr fachliches Wissen ist ebenso unverzichtbar wie ihre Expertise bei der Ausbildung von Jungmedizinern. Aber zunehmend machen die Patienten den Medizinern das Leben schwer. Sie sagen uns ja heute nicht einmal ihre Vorbefunde, wenn sie nicht wollen, und spielen mit uns Fang den Hut, rate, was ich habe, und dann ziehen sie nach und nach die Befunde, die sie schon haben, heraus. Damit stehlen sie den Patientinnen und Patienten, die uns wirklich brauchen, die Zeit, die wir sonst mit ihnen verbringen könnten. Oftmals wird auch Ärztemangel zitiert. Der Arbeits- und Sozialrechtsexperte ortet dieses Problem allerdings nicht. Rein statistisch haben wir eine der höchsten Ärztedichte im OECD-Raum. Meine These ist, wir haben nicht zu wenig Ärzte, sondern wir setzen die Ärzte, die wir haben, falsch ein. Viele Ärzte machen Tätigkeiten, für die sie nicht ausgebildet sind, für die sie überqualifiziert sind, was letztlich auch nicht befriedigend ist. Systemfehler, falsche Aufgabenverteilung und auch mangelnde Ausstattung im IT-Bereich sind Gründe dafür, dass viele den Arbeitsplatz vorzeitig verlassen. Der Beruf des Spitalsarztes, der Spitalsärztin muss wieder attraktiver werden. Und es werden auch Vergleiche zu anderen Unternehmen gezogen. Dort hat sich etwa gezeigt, dass Vergünstigungen für Ältere zu Unmut bei jungen Arbeitnehmern führen. Mehr Gesundheitsschutz, mehr Gesundheitsmanagementaktivitäten, bessere Betriebsmittel, also für alle Mitarbeitergruppen. Dann heben Sie auch die Mitarbeiterzufriedenheit, dann erhöhen Sie den Spaß an der Arbeit und dann haben Sie weniger Fluktuation und können die Mitarbeiter im Dienst halten. Die Diskussionsrunde zeigt, dass Ärzte und Ärztinnen im Spital gern arbeiten, sofern die Rahmenbedingungen stimmen. Auch die 50-plus-Generation. Und das hat einen großen Mehrwert. Mehr Erfahrung und bessere Versorgung, weil mehr Ärztinnen und Ärzte da sind, die sie versorgen können. Geänderte Rahmenbedingungen, weniger Nachtdienste, mehr Tätigkeit in der Ausbildung und Abbau nichtärztlicher Arbeiten. Das wären nur einige Lösungsansätze, wie die Veranstaltung der Österreichischen Ärztekammer zeigt.